Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 zur mittlerweile 199. Solo-Let's Play-Ausgabe hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, bevor die Jubiläumsfolge, bevor die 200. Folge dann hier aufschlägt auf dem Kanal, haue ich dann doch nochmal, glaube ich, eine echte Überraschung raus, denn ganz, ganz viele von euch haben gedacht, ja, dass dieses Schätzelein der Ferrari LaFerrari PXH Edition dann zur 200. Folge kommt. Aber nein, zur 200. Folge, Leute, da kommt tatsächlich was ganz anderes, auf was ihr schon lange gewartet habt. Ja, viele von euch haben es, glaube ich, schon wieder vergessen. So lange haben sie schon drauf gewartet. Aber auf dieses Schätzelein habt ihr natürlich auch lange gewartet. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass viele gedacht haben, dass der vielleicht zur 200. Folge kommt. Aber nee, ihr bekommt ihn bereits schon eine Folge früher. Und ja, was soll man sagen zum LaFerrari PXH Edition? Ich muss sagen, ja, ich glaube, so lange habt ihr noch nie auf ein Fahrzeug gewartet. Man muss aber auch sagen, dass der halt im Vorfeld angekündigt wurde. Alle anderen wurden ja eigentlich mehr oder weniger nicht angekündigt. Die kommen halt, wenn sie halt dann eben kommen, wann sie eben fertig sind. Und dieses Fahrzeug hat mich tatsächlich vor ganz neuen Herausforderungen gestellt. Und das nicht mal im Tuning-Bereich, sondern im Lackierbereich. Denn dieses Fahrzeug ist super, super, super schwierig anzukritzeln. Und ich denke, ich habe es aber dann trotzdem irgendwie ganz cool hingekriegt, wie ich finde. Also ich bin zufrieden damit und ich hoffe, euch gefällt die Optik hier vom LaFerrari PXH Edition genauso. Aber ja, kurz zu den Details des LaFerrari. Ich bin vom Tuning her wieder genau gleich an die Sache rangegangen, wie schon beim McLaren P1 und dem Porsche 918 Spyder PXH Edition. Nämlich, ich habe einfach mal den kompletten Vollaufbau gemacht. Das heißt, ja, Allrad rein und alles rein, was sonst noch so geht, um einfach halt, ja, die maximale Power, Performance, Leistung reinzukriegen und dann entsprechend über das Feintuning das versucht, irgendwie gut und schnell fahrbar zu bekommen. Und wie ich finde, ist mir das auch ganz, ganz gut gelungen. Leider stellt mich Forza Horizon 3 hier vor ein paar Hürden, nämlich, wenn man jetzt hier kurz mal ins Menü guckt, oben im Leistungsindex, wir kommen nicht in die X999 Leistungsindexklasse, sondern bleiben bei S2 995 und damit ist jetzt schon klar, von den drei, ja, Hybrid-Hypersportwagen ist der LaFerrari PXH Edition definitiv der schwächste, aber nicht unbedingt der uninteressanteste. Der macht auch auf jeden Fall viel Spaß und ich will gar nicht so viel schnacken am Anfang. Ich würde sagen, ich gebe euch einfach direkt die Testrunde auf unserer Teststrecke und dann gucken wir uns doch einfach jetzt gemeinsam mal an mit vollem Spielsound, was das Ding denn da so bewerkstelligen kann.
Wow, 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 was für eine Runde. Leider nicht ganz perfekt, da wurde vielleicht der ein oder andere Zehntel noch liegen gelassen. Dennoch eine, wie ich finde, super, super, super Zeit, wenn man das Ganze gleich bereinigt. Eine 2:37.345. Und wenn man das direkt mit der besten Liste vergleicht, dann sehen wir, dass der LaFerrari PXH Edition ganz, ganz, ganz knapp die Krone der S2-Fahrzeuge verpasst hatte. Das gehört weiterhin dem Sesto Elemento im Performance-Aufbau mit einer 3:37.012. Aber dennoch kann sich diese Zeit definitiv sehen lassen. Und damit gehört das Fahrzeug definitiv auch zu den besten oder zu, ja, zum engeren Kreis der besten S2-Klassen-Fahrzeugen hier auf unserer Bestenliste. Und ja, wenn man auch bedenkt, so weit sind wir auch gar nicht weg vom McLaren P1 PXH Performance. Der hatte eine 2:35.657. Und ja, wenn man bedenkt, dass da wirklich auch nochmal vom Leistungsindex und so weiter auch nochmal echt ein Unterschied herrscht, ist es auch vollkommen okay und legitim. Und vor allem macht auch dieses Monster richtig viel Spaß. Und so viel Spaß, wie das tatsächlich macht, das ja, ergründen wir jetzt gemeinsam noch in der restlichen Folge. Wir gehen zurück in die Garage. Und ich würde sagen, ja, machen wir gar nicht lange drum rum. Wir verlassen auch direkt wieder die Garage. Und ich würde sagen, wir fahren einfach ein paar Rennen. Ja? Gucken wir mal, wie wir die Konkurrenz denn da so, ja, niedermachen können. In der Hoffnung, wir können sie niedermachen. Ne? Das ist halt natürlich die große Frage. Schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, sollen wir eine kleine Meisterschaft machen? Sollten wir eigentlich von der Zeit her hinkriegen? Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz klassisch mit unserer Wüstenacht an. Da können wir auch, ups, nein, ich möchte nichts kaufen, einfach mal hinfahren und dann gucken wir doch einfach mal. Und ja, das Ding beschleunigt natürlich übertrieben stark. Und hat auch mit über 400 oder knapp 430 km/h Topspeed kann das Ding erreichen. Ja, eine ordentlichen Durchzug bis dahin. Und es macht einfach nur Spaß zu fahren. Wir haben hier keine Turboaufladung oder sowas mit drin. Das ist ein ganz normaler, naja, normal kann man jetzt nicht sagen, aber ja, ist ein V12 Saugmotor. Ein bisschen mit ein bisschen mehr Leistung und natürlich noch der Elektroantrieb, der auch mit verbaut ist, klar. Aber nicht so wie die anderen beiden, die noch zusätzlich eben eine Zwangsbeatmung hatten. Das hat dieses Fahrzeug nicht. Wenn diese dieses noch zu nachrüsten wäre, ja, dann wäre dieses Ding auf jeden Fall, glaube ich, das absolute Monster. Aber ja, gibt's leider nicht. Deswegen müssen wir mit diesen knapp über 1000 PS einfach auskommen. Aber ich bin jetzt trotzdem zuversichtlich, dass wir mit dem Ding hier ordentlich punkten können. So, da fahren wir doch mal hin. Dann machen wir eine kleine Meisterschaft. So, zack. Und ja, Meisterschaft. Und dann machen wir mal, ja, müssen wir eine neue wählen, oder? Vier Veranstaltungen ist zu viel. Nehmen wir mal drei Veranstaltungen. Das sollte reichen. Dann machen wir nochmal Hypercars. Das passt. Und eine Streckenauswahl. Gucken wir mal, was haben wir denn da alles Schönes? Da unten ist noch eine Strecke. Nee, ich mach mal. Machen wir mal die hier mal, oder? Zählt zu einer der zwar schwierigeren Strecken, aber ist ja egal. Bestätigen. Und ja, so ein Startkurs da oben. Das passt, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, Blaupause erstellen. Überschreiben. Ja. Und zack. Und ja, vielleicht hat es der ein oder andere. Die Horizon Hypercar Meisterschaft. Haltet eure Mützen fest. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon im Titel gelesen. Da steht ja auch TWIF, denn der LaFerrari PXH Edition war ja auch ursprünglich tatsächlich ein TWIF-Wunsch. Und ich habe ja damals schon gesagt, eigentlich ist es nicht möglich, über TWIF ein PXH sich zu wünschen, weil, ja, das mache ich nach meinem eigenen Ermessen. Und dann habe ich gesagt, komm Leute, ich habe Bock drauf, eben die heilige Dreifaltigkeit der Hybrid-Hypercars doch alle als PXH Edition zu vollenden. Und dann habe ich gesagt, ich mach's. Dass sich dann natürlich so lange zieht, hätte ich nicht gedacht. Aber wie gesagt, es hat halt echt viel Arbeit gemacht, dieses Fahrzeug. Das muss man echt mal sagen. Aber am Ende ist es jetzt da und ich hoffe, ihr seid auch glücklich, dass es endlich da ist. Ich bin es auf jeden Fall. Ich bin zwar ein bisschen kaputt jetzt endlich. Ich habe jetzt gerade unmittelbar vor der Folge noch die finalen letzten Einstellungen vorgenommen beim Fahrzeug. Und jetzt sollte das Ding aber auch wirklich richtig gut funktionieren.
und vor allem auch richtig viel Spaß machen. Und ich muss ja auch nochmal erwähnen, es ist kein PXH Performance Aufbau, es ist eine PXH Edition. Das heißt, wir brechen so ziemlich alle Gesetze, die wir brechen dürfen. Also wir machen alles, was uns erlaubt ist. Und vor allem heißt es auch, das Fahrzeug muss nicht zwangsläufig mega performant sein. Wie gesagt, die Basis und die Grundbasis war tatsächlich der Maximalaufbau hier. Das heißt, ja, wenn der schon sehr, sehr schwierig zu handeln ist, dann kann ich nur versuchen, eben mit dem Feintuning das etwas nochmal besser hinzubekommen. Und das war auch tatsächlich das, was ich gemacht habe, aber so habe ich es ja auch schon beim P1 gemacht. Der 918 ist quasi die große Ausnahme, der wirklich beides perfekt vereint. Performance und aber auch diesen Maximalaufbau. Wobei ich sagen muss, auch der P1 oder auch der hier, die fahren sich alles andere als jetzt wie eine Kanonenkugel. Die fahren sich schon richtig gut. Und machen auch echt viel Spaß. Also so mal gucken. Oh, wir fahren hier 5 Runden. Das ist ein bisschen arg viel. So viel wollte ich gar nicht fahren. Aber vielleicht auch gar nicht schlecht. Denn ich fahre hier gerade ein bisschen eine Krütze zusammen. Ja, was richtig stark ist bei dem Fahrzeug, ist die Bremse. Definitiv, die beißt richtig brutal rein. Und da kann man echt viel gut machen. Weil man echt sehr, sehr spät bremsen kann. Zum Beispiel, wenn man kurz vor dem eigentlichen Bremspunkt noch in der Luft hängt, macht es nichts. Ein bisschen stärker bremsen, dann ist es wieder gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufholen, sollen wir ein bisschen viel Zeit liegen lassen hier. Ja, vom Lackierungsstil habe ich natürlich versucht, mich etwas an den Lackierungen, an den Designs der beiden anderen PXH Editions zu orientieren. Natürlich auch schon was Eigenes gemacht, was Eigenes versucht, aber so von den grundlegenden Farbkombinationen, eben dieses ja, Racing Silver würde ich es jetzt einmal mal nennen, kombiniert mit schwarzen Elementen und vor allem jetzt hier dann halt eben noch mit roten Elementen. Während es eben ja beim 918 grüne waren und beim P1 orange. So, wir haben aber gerade echt ein bisschen Probleme, hier vorne einzuholen. Aber gut, die Konkurrenz ist hier ja natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. In dem Abschnitt komme ich gerade auch nicht so gut rum. Da kommt von hinten der Centenario immer wieder an. Der natürlich, wenn er aufgebaut ist, auch ein absolutes Monster ist. Ja, ein bisschen verbremst. Na, mal gucken. In die Top 3 würde ich schon noch ganz gern fahren. Oh! Das war nicht so geil, aber dadurch machen wir das Überholmanöver, auch wenn der 918 uns jetzt hier gerade ein bisschen noch weggedrückt hat. Das hat ein bisschen Schwung gekostet. So, komm, 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 komm. Ja, die absolute Stärke tatsächlich sind bei dem LaFerrari die schnellen Kurven. Da liegt das Ding richtig, richtig gut. Die langsamen sind eher nicht so seins, das muss man echt so sagen. Da kommt der 918 besser drauf, klar. Aber die schnellen Kurven, das ist definitiv die Stärke von diesem LaFerrari. Und ja, mit dem dritten Platz kann ich erstmal leben in dieser Meisterschaft. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir das Ganze direkt fort. Gehen wir direkt zum nächsten Rennen. Und schauen nochmal, wie das Ganze so ausschaut. Und ob wir dann da auch mal einen Sieg einfahren können. Ja, die nächste Strecke ist natürlich etwas anspruchsvoller nochmal. Aber ich versuche es trotzdem. Weil ich würde sagen, wir machen erst den Startkurs und dann zum Schluss das andere. Das heißt, wir fahren jetzt über Umwege, würde ich sagen, zur Autobahn, dass wir auch mal die Topspeed hier von dem Teil hier sehen. Und dann fahren wir eben hier hoch. Ups, nee, das war falsch. So, ja, die Route führt uns jetzt leider noch nicht über die Autobahn, aber ist egal, ich werde trotzdem zur Autobahn hochfahren. Ja, solche Kurven, die sind okay zu fahren. Aber sobald es ein bisschen schneller wird, dann hat der hier richtig seinen Spaß.
So, auf geht's. Aber ja, wie immer natürlich, ladet euch das Design, ladet euch das Tuning herunter, testet es selber aus und gebt entsprechend mir Feedback, wie ihr selbst es so findet, dieses Fahrzeug. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, ob ihr Spaß damit haben werdet, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Denn das Ding ist auf jeden Fall ein echtes Monster. Und vor allem sehr, sehr handsam zu fahren. So, jetzt ziehen wir einfach mal hier durch. Guck mal, was wir drauf kriegen. Aber normalerweise so 430 km/h sollte drin sein. Mehr, eher weniger. Boah, ja, da wurden wir ein bisschen ausgebremst. Ja, aber kann man das schon mal sagen, wir wurden vom Königseck ausgebremst. So, wir marschieren Richtung 400 im LaFerrari. Fahrzeug bleibt jederzeit gut beherrschbar und gut steuerbar. Wir sind jetzt erstmal ein bisschen bergab. 427 aktuell. Aber 430 sollte jetzt hier nach auf jeden Fall möglich sein, wenn es der Verkehr zulässt. Ja, 430, dann ist Schluss. Wie ich es gesagt habe, aber guck ich mal trotzdem, wie er die Geschwindigkeit hier hält. Ist schon der Hammer. Jetzt wird es ein bisschen zu verkehrreich. Aber trotzdem, wie wir hier durchpflügen können. Ist schon der Hammer. Also der liegt schon, also gerade diese schnellen Kurven, die liegen dem Ding richtig, richtig gut. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir uns jetzt hier gleich im Stadtrennen anstellen, wo ja doch auch wieder eher engere Kurven zu Trage kommen. Aber ich glaube, wir können jetzt hier wieder ein sehr gutes Ergebnis einfahren. Ein bisschen zu spät gebremst, alles okay. Ja, schon ein böses, böses Teil hier. So, wir wählen die Veranstaltung aus, setzen die Meisterschaft fort und dann gucken wir doch mal, was hier passiert. Ja, zur kommenden 200. Folge. Wie schon gesagt, die meisten haben ja gedacht, dass eben genau diese Folge sozusagen die 200. Folge wird. Aber nee, also wie gesagt, die 200. Folge, die wäre ja ein bisschen blöd, wenn ich jetzt ein Fahrzeug machen würde, was wir ja schon, ja, irgendwie schon lange drauf gewartet haben und so weiter. Nee, die 200. Folge wird zwar auch was sein, wie schon gesagt, wo ihr lange drauf gewartet habt. Aber das ist, finde ich, meiner Meinung nach der 200. Folge definitiv würdig. Und ich hoffe, ihr freut euch da drauf, wenn sie dann erschienen ist. Ich glaube, ich habe ja in der 100, also in der letzten Folge, in der 198. ja schon eben gefragt, was glaubt ihr, was kommt? Und wie gesagt, da haben die meisten gedacht, dass eben der hier kommt. Ich glaube, nur eine einzige Person hat richtig geraten und hat gesagt, das wird in der 200. Folge passieren. Also ja, guckt mal in die Kommentare der 198. Folge. Dann werdet ihr vielleicht schon im Vorfeld rausfinden, was es denn dann sein wird. Da jetzt natürlich der LaFerrari rausfliegt, haben vielleicht auch ganz viele dann jetzt eine Ahnung, was es sein könnte. So, da haben wir den schon mal kassiert. Bisschen zu spät hier, aber alles gut. Ah, da wollte ich ein bisschen weiter außen anfahren. Und dann reinziehen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Da haben mich die Gesetze der Physik etwas im Stich gelassen. Upsala.
Ja, das Duell gegen den 918. Und den Aventador Super Veloce lassen wir auch noch stehen, der hier auch vorne sehr stark mitmischt. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir sind in der Führung. Sehr, sehr schön. Ja, ich kann euch auf jeden Fall auch schon mal versprechen, dass nach der 200. Folge wieder sehr, sehr oft Forza Horizon kommen wird. Jetzt die letzten Tage kam ja kaum Forza Horizon. Viele haben auch schon gesagt, geht's denn da jetzt endlich mal weiter oder was ist los? Aber ihr müsst einfach verstehen, dass der Plan mit der 199. Folge, also diese hier und die 200. Folge, schon etwas länger bestand. Aber leider, muss man sagen, ist es halt immer so, man kann nicht immer alles so umsetzen, wie man es gerne möchte. Zumindest mal nicht in dem Zeitplan, in dem man es gerne möchte. Und da kommt dann immer ein bisschen was dazwischen. Und so ist es jetzt auch wieder. Es könnte gut sein, dass eben die 200. Folge ja auch jetzt länger auf sich doch warten nochmal lassen muss als gedacht. Sie ist zwar schon zu großen Teilen fertig, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise die Vorbereitung dafür sind fertig. Aber ja, das Aufnehmen ist trotzdem nochmal so eine Sache und die Nachbearbeitung davon. Also ja, ich kann auch noch nicht sagen, wann die 200. Folge kommt, aber sie kommt so schnell wie möglich. Und wie gesagt, sobald die 200. Folge dann auch ausgestrahlt wurde, dann geht es wieder richtig los mit Forza Horizon 3. Dann werden RTD-Folgen und Drift-Folgen ganz, ganz oft kommen. Und auch so ein paar andere Folgen zwischendurch natürlich. Wir können ab und zu auf den Blizzard Mountain gehen. Wir können auch natürlich gerne nochmal nach Thrilltopia gehen. Also dem her, macht euch da mal keine Gedanken. So, jetzt noch einmal hier rum und dann haben wir es geschafft und dann haben wir doch unseren Sieg. Und wir wissen, dass dieses Fahrzeug absolut ein Siegerfahrzeug sein kann. Zack, da sind wir durch. Sehr schön, erster Platz und jetzt haben wir noch ein Rennen vor uns und das werden wir auf jeden Fall angehen. Die schnellste Rundenzeit macht trotzdem der 918, aber man muss auch sagen, der 918 ist auch echt verdammt stark in dieser Klasse. Deswegen muss man sagen, alle Achtung, dass der LaFerrari da auch mithalten kann. Und ich spreche jetzt nicht vom Real-Life LaFerrari zum Real-Life 918, sondern jetzt wirklich hier von diesen aufgebauten Monstern hier im Spiel. So, ein Rennen steht noch aus. Und da fahren wir jetzt hin. Und zwar eines der wahrscheinlich schwierigsten, nicht das schwierigste, aber eines der schwierigsten Rundrennen hier im Spiel. Genau, noch mal ein bisschen hier den in der Cockpit-Sicht mal fahren. Da merkt man auch mal, wie der doch schön durchzieht. So, 300 km/h in der Stadt, natürlich gar kein Problem hier. Uhlala. Die Bremsen sind wirklich der Hammer. Also die Bremsen sind wirklich das, was den hier so richtig, richtig stark macht. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Und er fährt sich extrem ruhig. Ich muss mal auch sagen, es ist keine Zicke. Sehr ruhig. Steckt die Bodenwellen sehr, sehr gut und elegant weg. Und das gerade mal bei 7 cm Bodenfreiheit. Ja, also das ist schon so eine Ansage. Großes Defizit sind wirklich diese langsamen Kurven, wie die hier. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Aber wenn man es weiß, dann kann man damit auf jeden Fall arbeiten. So! Ich dachte erst, er blinkt links, aber war logisch, wenn er rechts blinkt, ne? Hab ich mal gehört. Ach, das klingt einfach so brutal. Dieser V12. Aber der Hammer. Okay, ein bisschen verbremst. So, jetzt aber. Zack. Und Meisterschaft fortsetzen. Finalrennen mit unserem LaFerrari PXH Edition. Und dann bin ich halt gleich mal gespannt, ob wir die Meisterschaft jetzt gewinnen können. Ich hoffe es doch mal. Strecke auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Aber ich bin zuversichtlich. Ja, ein bisschen später hätte ich schon bremsen können. Ah, nicht optimal hier gefahren. Oh. Bisschen zu früh Gas gegeben, da hat sie über die Vorderachse geschoben. Eigentlich hätte ich hier auch 5 Runden machen können, aber egal, ja, jetzt ist der Druck noch höher. Schönes Abendrot da an der anderen Seite. Ja, man kann so einen ganz, ganz minimalen Tick später bremsen als die Konkurrenz hier. Ah, die Kurve hier, die kriege ich aber nicht gut hin, leider. Boah. Ah, schon wieder zu früh Gas gegeben, das gibt's nicht. Jo. Gut, wenn beide rechts und links Platz machen, dann fahre ich halt durch die Mitte durch. Hier habe ich kein Problem mit. So. Wir liegen vorne, letzte Runde. Diesmal nicht zu früh Gas geben. Dann passt das auch. Sehr schön. Und damit gewinnen wir das Ganze. Und damit dürften wir, glaube ich, auch die Meisterschaft gewinnen. So muss das ja auch sein. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben diesmal sogar auch die schnellste Rennrunde hingekriegt. Also, ja. Der kann schon was hier, der LaFerrari. Und ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt downloaden das Ganze. Am besten einfach bei Ersteller nach meinem Nickname Ray90 suchen. Da findet ihr sowohl das Tuning als auch das Design. Und ja, als Hinweis, es gibt diesmal auch keine verschiedenen Farbvariationen oder sowas. Es gibt tatsächlich, so wie auch bei McLaren P1, nur diese eine Lackierung. Beim 918 gab es ja 2 verschiedene, aber hier ist es tatsächlich nur diese eine. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit, mit dem LaFerrari. Lange habt ihr genug drauf gewarten müssen. Jetzt ist er aber endlich da und jetzt kann es endlich weitergehen. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wuhi.